Moin aus Dinklage beim Achshersteller Gigant. Heute werde ich am Beispiel eines Luftfederaggregats einer 5,5 Tonnen Achse zeigen, wie wir die Verschleißteile austauschen und die Spur einstellen. Generell gelten die allgemeinen Sicherheitshinweise für Arbeiten an einem Fahrzeug. Wichtig ist, dass bei einer Achse immer beide Stoßdämpfer auf der linken und auf der rechten Seite getauscht werden. Beim Erneuern der Stoßdämpfer ist darauf zu achten, dass das obere Schutzrohr mit der Öffnung nach unten eingebaut wird. Nun können wir die neuen Stoßdämpfer einbauen und mit dem passenden Drehmoment anziehen. Wenn wir den Luftfederbike tauschen wollen, entlüften wir ihn, entfernen die oberen Muttern und die unteren Schrauben. Beim Einbau eines neuen Luftfederbikes ist auf das Versatzmaß am Lenker zu achten und den Bike mit dem passenden Drehmoment anzuziehen. Zum Tauschen der Silentblocks entfernen wir die Schraube und die Exzentermuttern. Wenn die Achse in einem Fahrzeug verbaut ist, senken wir die Achse ab, sodass wir freien Zugang zur Silentbuchse haben. Dann können wir die Silentbuchse mit dem handelsüblichen Werkzeug tauschen. Um den Lenker oder die Einbindung zu tauschen, lösen wir die Muttern am Federbügel und entfernen die Lenkerplatte. Nach der Demontage des Lenkers überprüfen wir die Achsplatte. Die Achsplatte sollte konkav sein. Sollte bei der Achsplatte alles in Ordnung sein, können wir den neuen Lenker montieren. Beim Montieren des neuen Lenkers ist es wichtig, dass der Herzbolzen in die Führung der Achsplatte eintaucht. Anschließend nehmen wir die Lenkerplatte und verschrauben den Lenker mit den Federbügeln. Der Lenker sollte zum Achsrohr in einem 90-Grad-Winkel ausgerichtet werden. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Muttern über Kreuz gleichmäßig angezogen werden. Die Federbügel nicht verkanten und wieder passende Drehmoment nehmen. Nun können wir die restlichen Teile wieder montieren. Wenn wir die Spur einstellen wollen, ist es wichtig, dass wir die Achse auf Fahrhöhe bringen und die Markierung an den Exzentermuttern auf 6 Uhr einstellen. Des Weiteren beaufschlagen wir die Schraube hier mit ca. 200 Newtonmeter Vorspannung. Jetzt können wir die Spurvermessungsanlage montieren und mit Hilfe des Zentrierwerkzeugs über die Exzentermuttern die Spur einstellen. Beim Einstellen der Exzentermutter ist es wichtig, dass beide Exzentermuttern gleichmäßig eingestellt werden. Sobald wir die Spur eingestellt haben, kann der Bolzen mit dem passenden Drehmoment angezogen werden. Alle passenden Drehmomente und Einbau- und Aufbauanleitungen können Sie in unserem Handbuch All-in-One finden. Wenn wir abschließend alles kontrolliert haben, ist der Austausch der Verschleißteile und das Einstellen der Spur an einer 5,5 Tonnen Starrachse abgeschlossen.